Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Unbesiegbar Box von Sonderschule. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Unbesiegbar von Sonderschule, das Ganze am 11. Februar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl! Es ist das neue Album von Sonderschule, kommt hier in Schwarz und Gold. Als allererstes werden wir mal die Folie erledigen. Einmal hier aufschneiden. So, und das ist die Box. Also so eine kompakte, klassische Boxgröße. In Schwarz mit goldenem Aufdruck, Sonderschule 2020 lesen wir hier. Unbesiegbar. Dann haben wir noch einen Sticker drauf, einen FSK 12 Sticker, weil wir hier auch eine DVD dann haben werden. Sonderschule unbesiegbar. Rechts auch nochmal, oben auch nochmal, links auch nochmal samt Logo. Und auf der Rückseite lesen wir, was uns in der Box erwartet. Also Limited Deluxe Box, CD im Digipack, also das Album. DVD unbesiegbar, der Film Flachmann Lebensretter, zwei Mini-Boxhandschuhe, Schnapsflaschen, Etikett. Tausche Alkoholsucht gegen Liebe, unbesiegbar Poster, zwei Sticker und signierte Autogrammkarte. Also es klingt auf jeden Fall nach einer Menge. Dann die Tracklist zum Album haben wir hier auch nochmal. 14 Tracks sind hier drauf. Die Infos, die Labels und der Barcode. Und dann schauen wir mal rein. Hier aufklappen. So, als allererstes das Album an sich im Digipack. Hier ist dann auch die DVD drin. Dann haben wir Sticker, einmal, zweimal die Autogrammkarte. Das ist vermutlich dieses Schnapsflaschenetikett, das hier ein bisschen gelitten hat, also ein bisschen abgestoßen ist. Dann das Poster, die Boxhandschuhe, einmal und zweimal. Und dann hier noch ein kleiner Karton, hier wird wohl der Flachmann drin sein. So, wir haben dann hier so einen Teil, also ein Element schwarz hier reingeklebt, das die ganzen Sachen in Position hält. Lassen wir mal soweit. Und dann räumen wir hier mal kurz auf, beziehungsweise zur Seite und schauen uns dann das Album an. Das kommt noch in Folie. Alle anderen Inhalte sind hier ohne Verpackung. So. Und dann schauen wir uns das mal an. Das ist das Digipack, auch hier wieder, der FSK 12er, aber auch hier wieder mit dem Sticker gelöst. Sehr erfreulich. Auf der Seite beschriftet, auf der Rückseite ebenso. Die Tracklist kennen wir ja bereits. Hier auch nochmal. Und dann schauen wir ins Innenleben. So, einmal ein Bandfoto. Hier geht es dann weiter. Album, DVD. Und links hier in der Stecktasche haben wir dann das Booklet. Da schauen wir gleich mal rein. So, hier wieder das Artwork, schwarz-gold. Und dann haben wir die einzelnen Bandmitglieder und die Texte, also die Lyrics zu den einzelnen Songs. So sieht das aus. Also jeder Song hier zum Mitlesen verfasst. Unbesiegbar. Weitere Lyrics, weitere Bandmember. Jawohl. So. Dann haben wir noch weitere Lyrics. Und zu guter Letzt nochmal ein Bandfoto, in diesem Fall am Tresen. Dann die Credits. Plus Danksagung. Jawohl. Gut. Packen das Booklet wieder zurück in die Stecktasche und schauen uns die beiden weiteren Inhalte an. Das ist einmal die CD, das ist das Album. Und dann haben wir die DVD, die kommt hier ganz rechts. Und hier dann auch wieder der FSK 12 Hinweis. Unbesiegbar, der Film. So, das war's zum Digipack, Album und DVD. Als nächstes haben wir dann die
Boxhandschuhe. Die kommen hier klassisch auch wieder in diesem Schwarz-Gold mit diesem Logo, mit diesem S-Logo hier vorne. Weiße Schnürung und die haben dann natürlich hier entsprechend die Schlaufen, um die dann auch wirklich aufzuhängen. Also man kennt das ja vielleicht klassisch so vom Auto, vom Rückspiegel oder ja, Innenspiegel. Da hängen die dann meistens, aber kann man natürlich auch woanders dran hängen. An die Tasche, an den Rucksack, wohin man möchte. Und dann kann man hier die Band repräsentieren. So, die Boxhandschuhe weg. Sticker sind zwei mit dabei. Einmal, zweimal. Die kommen hier kreisförmig, also kann man hier dann rauslösen. Zweimal hier die unterschiedlichen Artworks. Einmal schwarz-weiß und einmal hier wieder in diesem Schwarz-Gold. Dann haben wir das Schnapsflaschenetikett. Also das, muss ich ehrlich sagen, habe ich zuvor noch nie gesehen oder gehört. Das ist für mich echt eine Neuheit. Also quasi ein Sticker für eure Flasche. Wir lesen hier, Ska Punk Flavored, Essen vom Fass, einer geht immer seit 1999. Sonderschule, tausche Alkoholsucht gegen Liebe, 40% Alkohol. Sonderschule, was lesen wir hier? Wir im Hause Sonderschule achten seit über 20 Jahren auf ausgewogenen Genuss und Trinkerfahrung im musikalischen Bereich. Unser seit 1999 familiengeführtes Unternehmen setzt sich mit globalen und lokalen Initiativen für einen verschwenderischen Umgang mit Alkohol ein. Wir machen jeden Tag zum Besten unseres Lebens. Ja, also es sieht vom Design natürlich aus wie so eine klassische Jack Daniels Flasche. Aber eben wenn man dann genauer hinsieht, dann sieht man, dass es hier um was anderes geht. Also die Band hier das entsprechend abgewandelt hat. Sehr schön, kann man sich an die Flasche seiner Wahl dran kleben. Dann kommen wir zum Poster. Das dürfte ziemlich groß sein, also es fühlt sich zumindest dick an. Ja, einseitig bedruckt. Das können wir auch schon feststellen. So, und das ist dann das Poster. Wenn ich es jetzt richtig sehe, dann ist das A1, also unbesiegbar. Dann wieder das goldene Logo und darüber Sonderschule im Hochformat. Wie gesagt, einseitig bedruckt und das Format ist, wie gesagt, A1. So, packen wir auch das wieder zusammen und legen es dabei mal zur Seite und kommen zum Flachmann. Der befindet sich hier noch in dem kleinen Schächtelchen. Ah, okay. Neben dem Album der zweite Inhalt hier in Folie. So, auch hier wieder die Schwarz-Gold-Optik. Ansonsten komplett in Schwarz gehalten, sogar hier oben den Verschluss alles schwarz eingefärbt. Kann man dann hier natürlich aufschrauben und mit dem Getränk seiner Wahl befüllen. Ja, also so ein klassischer Flachmann im Sonderschule-Design. Und zu guter Letzt haben wir dann noch die Autogrammkarte. So, was jetzt hier auffällt, wir haben hier 6 Personen an der Zahl, wobei nur 5 unterschrieben haben. Und ja, das Ganze hat einen leider ziemlich traurigen Hintergrund. Und zwar, die 5, die unterschrieben haben, sind die aktuellen Bandmitglieder, also Costa, Chemokeule, Matthias, Fabian und Chris. Und der dritte hier, der keine Unterschrift über seinem Kopf hat, das ist in diesem Fall Daniel. Und der ist im Jahr 2021 leider verstorben. Und deswegen gibt es auch hier final dann keine Unterschrift von ihm. Aber ich finde es trotzdem schön, dass man ihn hier natürlich auf die Autogrammkarte gepackt hat, im Gedenken. Und ja, das ist der Grund, warum dann bei euch nur 5 von 6 Unterschriften hier drauf sind. Die Autogrammkarte im Querformat. Ja, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte unterschriebene Autogrammkarte. Dann der Flachmann in Schwarz-Gold. Das Poster, einseitig bedruckt, Größe A1 Hochformat. Dann dieser Sticker hier, dieses Flaschenetikett. Die 2 weiteren Sticker, jeweils kreisförmig. Die Boxhandschuhe, einmal rechts, einmal links. Und natürlich das Album an sich im Digipack mit 14 Tracks plus der
DVD. Jawohl, das alles in, falsch rum, so rum, in dieser wunderbaren Box, unbesiegbar von Sonderschule. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Sonderschule unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.